Hashtag wir retten Ostern. Guten Morgen am Palmsonntag. Das ist der Start in die heilige Woche, in die Karwoche. In der erinnern wir uns ja daran, was Jesus am Ende seines Lebens alles so widerfahren ist. Und heute geht es erstmal mit Jubel, Trubel, Heiterkeit los. Jesus zieht in Jerusalem ein. Ich habe euch dazu in die Links ein paar schöne YouTube-Videos gestellt, wo ihr euch das ganz genau angucken könnt. Vielleicht habt ihr auch Lust, den Hausgottesdienst mitzufeiern. Den gibt es als PDF, findet ihr auch in den Links und die Lieder dazu. Da habe ich extra einen Post gemacht. Sucht mal ein bisschen auf meiner Facebook-Seite. Ihr werdet ganz bestimmt fündig werden. Ihr habt die Möglichkeit, eine Osterkerze zu gestalten. Das kann ganz, ganz einfach sein. Ich habe nur noch eine ganz kleine Kerze gehabt und ich habe auch keinen Zierwachs mehr bekommen. Deswegen habe ich unten herum ein paar Palmblätter herangeklebt. Da muss man natürlich dann aufpassen, wenn man die anzündet. Aber das wird ja erst Ostersonntag der Fall sein. Im Laufe der heiligen Tage, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag, wird diese Kerze dann immer weiter gestaltet. Und Ostersonntag dürft ihr sie dann anzünden. Oder ihr stellt sie bei Oma und Opa oder anderen lieben Freunden oder Verwandten vor die Tür. Es gibt heute im Laufe des Tages noch viele schöne Ideen, wie ihr euren Palmsonntag gestalten könnt. Vielleicht geht ihr noch mal raus und sucht euch ein paar Buchsbäume oder Koniferen und bastelt einen kleinen Palmzweig, den ihr dann Oma und Opa mit in die Osterbox legen könnt, weil die haben wir ja auch noch, die muss auch noch gestaltet werden und auch dazu gibt es noch viele Anregungen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Freude mit unserem Hausgottesdienst und vielleicht nehmt ihr noch ein paar Gedanken mit auf den Weg. Jesus ist in Jerusalem eingezogen, wirklich mit großem Getöse, mit Hosianna-Rufen. Du bist der König der Welt. Alle haben sich gefreut, dass er da gewesen ist. Und am Ende wissen wir, wie es ausgegangen ist. Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Ein Idol, was ist das eigentlich? Habt ihr auch ein Idol? Findet ihr auch jemanden ganz besonders toll? Und haltet ihr auf jeden Fall immer zu ihm, auch wenn es schwierig wird? Das sind alles so Fragen, die man sich am Palmsonntag stellen kann und die ihr zusammen besprechen könnt. Entweder mit euren Eltern oder untereinander. Vielleicht macht ihr auch einen kleinen FaceTime-Chat oder sonst irgendetwas. Ich freue mich jedenfalls auf eure Kommentare und wir sehen uns heute Nachmittag ganz bestimmt nochmal wieder.